Also wie gesagt, also Luis Gustavo, also ich denke mal 12 Millionen hätten da gereicht, 10 Millionen, aber 17, Hoffenheim hat eine ganz schön hohe Ablösesumme gefordert. Na, nach der Entlassung von Ralf Rangnick haben wir übrigens auch ein Video gemacht, deswegen dann nochmal einen schönen Gruß an FM99, unseren Abonnenten, und natürlich auch an The Psyching 07, der Schuldecker, lauter diese Strategen. Koit. Und da ist der Ball für Atletico. Oh, das war aber eine Fehlentscheidung. Der Ball war klar von Atletico uns ausgespielt. Koit auf Torres. Torres unbeabsichtigt. Godin klärt. Das war unfassbar gefährlich. Schera. Skirtel. Hier sieht man, kein Schuss ging aufs Tor. Es waren ganz normale Schüsse, die gingen am Tor vorbei, alle. Oder oben drüber. Spricht nicht für beide Mannschaften. Liverpool mehr Schüsse, ein mehr als Atletico. Atletico hat einen mehr. Entschuldigung. Koit gegen Paulo Assunção. Alvaro Domínguez. Uiva Lugia hinten rum. Atletico hat nicht mal eine schlechte Abwehr eigentlich. Uiva Lugia kennen sie vielleicht noch aus den Zeiten in Hamburg. Das war ja sein Aufstieg, bevor er dann eben zu Atletico gewechselt ist. Philippe Luis kommt jetzt hier von Merida. Chimao ist ja gewechselt zu Besiktas Istanbul. Ja, das ist für eine Ablösung von 0,9 Millionen. Ist das doch schon peinlich. Kostet nämlich eigentlich 9 Millionen. Und er ist für 0,9 Millionen gewechselt. Ist doch noch ein bisschen komisch, wenn man ehrlich ist. Naja, vielleicht Vertragsklausel. Vielleicht war auch jetzt in diesem Winter Vertrag abgelaufen. Obwohl man setzt ja den Vertrag nie für den Winter an. Für einen Spieler. Torres! David De Gea, der 19-jährige Keeper. Jovanovic, der hat uns rausgeschossen. Also die Serben haben gegen uns gewonnen durch sein Tor. Nicht rausgeschossen. Haben wir eine Top-WM gespielt. Schade gewesen, wenn es gegen Serbien geendet hätte, wenn wir das erste Spiel verloren hätten gegen Australien. Das wäre echt der Hammer gewesen. Wir als Fußballnation sind jetzt nicht unbedingt bekannt für schlechte Spiele. Oh, Gerard! Wir sind ja eine Turniermannschaft eigentlich, was die Engländer nicht mehr von sich behaupten können, seit 66. Und Gerard mit einem ganz, ganz harten Fall, ist eigentlich unnötig, weil es ist in der anderen Hälfte des Gegners, und das sind alle schon wieder in der Hälfte gewesen von Liverpool, nur Gerard war nach hinten und da hat er ihn eben gefault. Eigentlich unnötig, zurzeit steht es 0-0 hier. Aber im zweiten Spiel des Halbfinals in der Europa League ist auch erst in der Verlängerung entschieden gewesen. Also vielleicht geht da hier heute mal wieder was, so eine spannende Verlängerung wie bei Schalke gegen Arsenal. Englischen Teams sind ja generell richtig gut vertreten. Man City ist rausgeflogen gegen Barca. Keine Überraschung, aber hat er jetzt Edin Dzeko. Der Wechsel ist aber allerdings noch nicht bestätigt. Also fest ist es nicht. Perfekt ist es noch nicht. Auf Transfermarkt.de ist es noch nicht bekannt gegeben worden, dass Edin Dzeko wechselt. Und Transfermarkt, die Meinung ist ja entscheidend, weil es ist ja eben der Transfermarkt. Wieder David De Gea. Unfassbar, dieser 19-jährige Keeper, mit was für einer Konstanz der da hinten drin steht, die Bälle hält. Steven Gerrard hat ja jetzt schon Geld durch diese blöde Attacke. Skirtel, Koit, 1-0, Liverpool, der Favorit führt 1-0. Dirk Koit. Das war stark. Skirtel mit dem Klassenpass zu Koit. Der stand nicht im Abseits. Sehen wir's. Skirtel, klasse Pass auf Koit. Die hatten alle mit dem Schuss gerechnet. Aber der Skrittel spielt den Ball da zu Koit. Den Holländer. Sehen wir es nochmal. Hier, wunderbarer Pass. Und Koit macht den dann sogar direkt
brauche ich nicht mehr viel machen, um den Ball nur noch einzuschieben. Carragher kommt jetzt noch für Kyriakos. Forlan. Ja, da wären sie beinahe schon wieder gekommen. Also Forlan, die sind ja erste gewesen. Die haben gegen Manchester United sogar gewonnen in der Vorrunde 1-0. Also beileibe können die englische Teams schlagen. Daran liegt es nicht. Und ich schätze Manchester United viel, viel stärker ein. Als eben hier den FC Liverpool. Reyes. Figo Costa, Reyes. Forlan. Agu. Uero. Und knapp am Tor vorbei. Schade. Mann, da wäre Pepe Reina chancenlos gewesen. Das war eine Top-Kombination. Direkt hier weitergeleitet. Aguero hat das eigentlich gut gemacht, ist vorgelaufen und dann war der Abschluss zu ungenau noch. Das ist schade. Volkswagen Werbung hier in Madrid. In ein paar Minuten, wenn es immer noch so steht, dann wird das ihnen auch nichts bringen. Naja, vielleicht eine Menge Geld noch, aber sonst nichts. Joe Cole. Jovanovic, Torres. Koit. Oh, Alvaro Domínguez klärt da auch noch in nochmal zur Ecke. Das ist nicht gut. Ja, Raul Mareles. Ich habe mich ja schon drauf eingestellt. Aguero. Foul. Und das ist jetzt nochmal die Chance. Das Foulspiel da von Joe Cole. Jetzt muss es wieder in die andere Richtung gehen. Forlan. Oh, Glenn Johnson. Ist er da? Das ist auch ein Top-Satz. Warum muss ich ganz ehrlich sagen, ist er... Ja, ich gehe jetzt kurz kacken. Von Rockzwetok. Sollte man sich anschauen. Wunderbar. Anstatt dass er sagt, ich gehe jetzt mal aufs Klo oder so. Das war ja auch nicht aus Spaß irgendwie gemeint. Das war ernst. So. Ich gehe jetzt kurz kacken. Naja. Er mag zwar mehr Abonnenten als wir haben, aber er ist ja auch schon viel, viel länger als wir im Geschäft hier. Aber manche Sensationen haben ja schon in den frühen Morgenstunden so viele Abonnenten. So, und jetzt Forlan. Und das ist die letzte Chance. Diego Costa. Aguero. 90. gegen Glenn Johnson. Das ist doch Foulspiel. Und Pereira geht dann sausen. Das war's. Liverpool kann den Ball jetzt noch schön rumspielen. Und das war's. 1-0 Liverpool. Das heißt, sie spielen entweder gegen Chelsea oder gegen Dortmund. Bis dahin.